Willkommen zurück, Reisende. Wir sind wieder in Soulstone Survivors. Spielen gerade den Arkanweber auf Flucht Level 1 und wollen gucken, ob wir den Overlord-Modus diesmal schaffen. Die Fähigkeiten sind ein bisschen höher diesmal. Arkanscheibe ist 9, Feuerstoß 8, Giftbombe leider nur auf 3, heldenhafter Angriff auf 6, Donnergrollen auf 8 und die Standardfähigkeit Arkangeschoss auf 5. Dann werden wir mal gucken. Wir haben auch viermal ausweichen. Also konnten uns zweimal organisieren. Als Loot. Das war sehr gut. Und ich habe mal getestet, mich in der Ecke zu stellen. Das scheint gar nicht so schlecht zu sein. Müssen wir nochmal gucken, dass wir eine Ecke finden. So, hier ist eine. Auch gut übersichtlich. Und warten wir jetzt auf die Magier und dann müssen wir immer ein bisschen ausweichen. Auch gut hier die Erfahrungspunkte einsammeln. Weil das ist ja die Hauptsache, dass wir das einsammeln. Wir könnten ja mal. Habe ich schon Feuerschild? Scheint nicht so. Oder? Nee, haben wir nicht. Na egal, dann nehmen wir Gesundheit. Musste zwar ein paar Mal die Fähigkeiten tauschen, aber nicht so oft. Ich glaube, zwei musste ich tauschen. Also noch im Rahmen. Und hier unten spawnt dann auch. Oh, das ist neu, das habe ich noch nicht gesehen. Ein Schild. Bis zu 30 Schaden absorbiert und 15 soll. Sekunden lang hält. Verursacht bei den Gegnern um dich herum das 48-fache des absorbierten Schadens. Ja, 30 Schaden absorbieren ist jetzt aber nicht so. Also die Bosse spawnen dann auch hier unten, was sehr gut ist. Dann kann man sie sofort töten. Ab und zu klein bisschen ausweichen noch. Aber es ging relativ gut. Da ist schon der erste. Da ist der zweite. Oh Gott. Wenn die jetzt mal sterben möchten, sieht denn das aus? Hier auch schon gut runtergeprügelt. Oh, da mussten wir mal ein bisschen ausweichen. Zum Glück haben wir diesmal viermal ausweichen. Ah, guck mal, sie sind tot. So. Da ist noch der andere Kristall. Und jetzt stellen wir uns wieder schön in die Ecke. Ah, ich hatte auch unter 10 Minuten geschafft. Das gab wieder einen Erfolg. Das ist das erste Mal, dass wir das geschafft haben. Mit irgendeinem Charakter. Und nicht schlecht. Das jetzt dran lag, dass ich hier in der Ecke stehe. Oder Glück mit den Fähigkeiten, das kann ich nicht sagen, keine Ahnung. Vielleicht auch eine Kombi aus beidem.
Aber es ist immer noch schwierig, nicht in, also jeder roten Fläche hier auszuweichen. Aber das Wichtigste ist wirklich das Ausweichen, dass wir das haben. Weil sonst steht man mal schnell in so einer Fähigkeit von so einem Boss und dann war es das immer direkt. Und im Unendlichkeitsmodus, nee, gar nicht wahr. Im Overlord-Modus hier kommen hier jetzt immer zwei Bosse. Da ist das dann echt gut, dass die so nah beieinander stehen. Nur unser Einsammelradius könnte ein bisschen höher sein. Der ist noch sehr niedrig irgendwie. So, jetzt kommen Bosse. Uiuiuiui. Ich sehe gar nichts. Wir brauchen ganz dringend einen Heilkristall. Und natürlich liegt hier nirgends einer. Also so ein Heilkristall wäre jetzt schon mal was Schönes. Mal beide Kristalle von den Bossen eingesammelt. Scheint ja so. Ich hätte ja hier in der Ecke stehen bleiben, aber dafür haben wir echt ein bisschen wenig Leben. Es wird aber auch kein Heilkristall angezeigt. Oder gibt es in dem Modus hier gar keine? Gott, schon der nächste Boss. Ja, ich konnte nicht mal ausweichen. Okay. Also, keine Ahnung. Immer bei den dritten Bossen, ey, ich glaub's ja nicht. Also die Hälfte schaffen wir, keine Ahnung. Keine Ahnung, was wir noch anders machen wollen.
es dauert auch jedes Mal wieder super lange dahin zu spielen. Super, da fordert man den Lauf seines Lebens. Und dann so ein Scheiß hier. Ja, hier Flächenmodifikator. Aber jetzt fehlt hier schon wieder ein roter. Aber als erstes machen wir dann das hier noch. Einfach immer erst einen Boss und sich sterben lassen oder so, keine Ahnung. Ah, wir könnten dem jetzt seine Waffe freischalten. Was bringt denn die? Ja, haha, gesperrt, super. Da. Schadensmodifikator, Modifikator für Bewegungsgeschwindigkeit, Erfahrungsmodifikator. Aber Rüstung weniger. Braucht man da Gold? Gold, wo finden wir das? Da. Dann werden wir jetzt halt Gold sammeln gehen. Machen wir auch auf. Ne, warte mal, nicht Fluch 2, du. Fluch 1 reicht. Oder machen wir Fluch 2. Ah, warte, da war ja irgendwas mit den Bossen. War da nicht? Ach ne, das war bei 3, ne? Ja, genau. Dann probieren wir jetzt hier einfach Fluch 2 in der flüsternden Grotte und sammeln währenddessen Gold ein. Dann können wir ihm seine Waffe herstellen, dann ist er auch noch stärker. Wir spielen ja noch mit seiner Standardwaffe. Einfach mal ein bisschen rumstehen jetzt hier. So, dann gleich mal hier gucken gehen. Da ist Gold. Der schießt da nicht drauf, weil warum auch? Boah, das mit den Gegenständen hier ist natürlich echt die Härte. Andauernd bleibt man irgendwo hängen. Ich weiß überhaupt nicht, warum dieses Overlord so schwer ist. Also richtig schwer ist es ja nicht wirklich. Aber immer die Bosse. Ja, gesehen, also mit Ausweichen war da jetzt nicht viel. Weil die Fähigkeit ploppt auf. Du nimmst sie an und dann keine Chance mehr auszuweichen. Was nehmen wir jetzt als erstes? Aber die Giftbombe. Oh, das Gold. Das wird auch mehr umso, weiß gar nicht, umso höher das Level ist. Also jetzt am Anfang sind 2, 3 Goldstücke drin. Später sind wesentlich mehr drin. Ach ja, ey, guck mal, ein Heilkristall. Hätten wir eben gebrauchen können. Schon wieder kriegen wir noch Scheiße.
Boah, ey, davon brauchen wir gar nichts. Der Laser hier ist nur nervig. Aber scheinbar kann man doch nicht öfter die gleiche Fähigkeit haben. Auch wenn, können wir mal gucken, aber ich glaube, das geht nicht. Oh, diese Objekte, ne? Super, jetzt kommt ein blöder Boss. Von da oben. Ja, und der stirbt natürlich mal wieder nicht. Ah, hat schon wieder viel zu lange gedauert. Heldenhafter Angriff. So, jetzt nehmen wir den hier. Hier diesen blöden Lichtstrahl weg. So. Können ja schon mal langsam gucken, ob hier jetzt mehr Gold drin ist. Dafür müssen wir nur irgendwo einen finden. Oh, ein Sprint mehr, das ist gut. Ja, natürlich finden wir jetzt kein Gold oder was. Donnerschlag, Donnerschlag. Mal die Giftbombe ein bisschen erhöhen. Wir könnten uns ja auch wieder hier in die Ecke stellen. Aber wir wollen ja Gold sammeln. Aber so könnten wir natürlich vielleicht das Level auch in unter 10 Minuten abschließen. So. Also der Kettenblitz ist ja eigentlich sehr gut, ne? In die Richtung, in die du zielst. Ja, ey, das kommt mal weg. Sehr viele Erfahrungspunkte, die hier schon wieder liegen. Dann gucken wir mal, ob wir hier ein bisschen Gold finden. Ah, oh, wie ich die Gegenstände hier hasse, an denen man hängen bleiben kann. So, wir benötigen etwas Gold. Und da ist ein Boss. Jetzt auf einmal stirbt er sofort, eben im hier im, wo waren wir denn? Wir waren im Overlord, wo das genau so war das. Da wollte er ja nicht sterben. Ja, langsam müssen die nicht werden, die Gegner. Dauert das so viel länger, also sterben.
Eigentlich wollte ich Gold suchen gehen. Nee, wie groß ist denn dieser Baum? So, gehen wir mal hier in die Mitte. Irgendwo muss doch hier noch Gold rumliegen. Also die tauchen ja immer wieder neu auf eigentlich. Nichts zum Einsammeln hier. Gibt's ja nicht. Hier ist ein bisschen mehr los in der Ecke. Gruppenparty. Wir machen viel zu wenig Schaden. Dauert alles viel zu lange. Ja, super, wo ist denn der Boss? Stand eben da, sah noch aufgetaucht. Ah, da. Er lebt ja immer noch. Gott, lebt er lange. Was soll denn das? Mann, Mann, Mann. Aber irgendwie bei zu vielen Gegnern oder zu viele Effekten kommt das Spiel nicht so ganz hinterher. Also nicht immer, nur ab und zu. Oder es kommt aufs Level drauf an, keine Ahnung. Genau, wir wollten noch Gold einsammeln. Warum liegt denn hier nirgends solches? Erinnerungssteine. Keine Steine zum Abbauen. Das gibt's doch nicht. Also. Wir brauchen noch zwei Bosse, also wenn du dich nicht in der Ecke stellst, schaffst du das nicht unter 10 Minuten. Aber du kannst nur das Gold sammeln, während du in so einem Kampf bist, also. Aber hier taucht nirgends ein dämlicher Stein auf. Oh nee, noch ein Boss. Der will schon wieder nicht sterben. Oi, oi, oi. Ja. Ah, ein Lebenskristall. Der spawnt. Aber bloß nicht. Da ist Gold. Aber wie viel gibt's jetzt? Haben wir Schaden kassiert. So ein Scheiß. 117 haben wir jetzt insgesamt gesammelt. Das reicht nicht. Wir hatten ja 177 oder 170. Und 600 brauchen wir. Oh, jetzt bin ich wieder in so einem Stein hängen geblieben. Mich wird brennend interessieren, was das für Flammenkugeln... Ach, das ist das Flammenschild, ja genau. Ergibt Sinn. Das haben wir ja nicht so oft, das Flammenschild.
Oh, da ist Gold. Gib's mir, los. Gib mir das Gold. Oh, haben's bekommen, gut. Geil. Also wenn man sich auf dieses Goldsuchen konzentriert, stirbt man. Aber ihr könnt ja ruhig mehr Gold rumliegen, ne? Also sehr selten tauchen hier Steine auf zum Abbauen. Schon ganz vergessen, wir haben ja Giftbomben. Oh, da war einer versteckt, aber links ist aufgeploppt zum Einsammeln. Oh nein. Oh. Da war ein Meteor. Nicht drauf geachtet. So, jetzt ist irgendwo ein Boss aufgetaucht. Fraglich wo. War da unten schon wieder. Oh, ja, geil. Und wir stehen natürlich am Rand. Bei ausgerechnet dem Boss stehen wir am Rand. So, hinter sich stellen. Ach, sie ist schon tot. Wähle ein Portal. Ja, nee, ich gehe jetzt hier erstmal gepflegt Gold suchen. Also mit 4 Sprints ist echt cool. Oh, wir haben genau 12 Minuten 12 gebraucht. Hört sich auch voll cool an, wenn wir sprinten. Boah, sag bloß, die sind jetzt auch verschwunden. Ah, super. Ach, das ist ja jetzt aber doof. Ob die im Unendlichkeitsmodus auftauchen? Weil den schaffen wir ja nicht. Außerdem kommen wir dann auch. Na, warte, kommen wir nicht bei Unendlich auch in ein anderes Level? Ja, also bei Overlord kommen wir jedes Mal in ein anderes Level. Dann probieren wir Unendlich und hoffen, dass wir in dem Level bleiben. Oh nee, war ja klar. Wir sind in einem anderen Level. Och man. Was gibt's denn in dem Level hier? Hm, irgendwas. So, dann stellen wir uns halt mal in eine Ecke. Dann geht das hier wesentlich schneller. Wir müssen echt größeren Einsammelradius bekommen. Aber sobald der erste Boss hier auftaucht, sind wir eben auch so tot. Also. Fluchintensität 10. Okay. Solange unter uns keine rote Fläche auftaucht, brauchen wir uns auch nicht bewegen.
Da ist eine. Wurde bewegt und wieder hingestellt. Diese Magier, ne? Können die ja nicht angreifen. Können die mal ein bisschen leben. Klingt hier wahrscheinlich gar nichts, weil bis jetzt hat uns der Boss immer gewonnen hittet. Völlig egal, ob im Unendlichkeitsmodus oder im Overlord-Modus. Ja Gott, geh doch mal sterben hier, ey. Man kann seelenruhig durchlaufen. Weil die Fähigkeit aktiviert wird, dauert immer ein bisschen. Echt viel zu wenig Gegner schon wieder. Oh, gleich kommt der erste Boss. So. Er müsste ja eigentlich hier unten auftauchen. Da ist er. Und er lebt noch. Katastrophe. Ja, dafür, dass ich auf Ausweichen gedrückt habe. Oh Gott, wieso stirbt der denn schon wieder nicht? Oh nee, da ist ein dämlicher ich kann quatschen, ey. Diese Steine, ne, die gehen mir so auf den Keks. Und da bleiben wir hier irgendwo hängen. Stirb doch. Katastrophe. Also jetzt wäre ein Lebenskristall schon mal wieder gut. Oder ein paar Level aufsteigen. Verzeihung. Die wollen schon wieder nicht sterben, kann ja wohl nicht wahr sein. Sieht so aus, als wäre links unten ein Lebenskristall eben aufgetaucht und wir haben den sofort eingesammelt. Also was nach Unendlichkeitsmodus 1 passiert, wissen wir auch nicht. Gibt es dann wie, also in Overlord soll es ja scheinbar für den Erfolg muss man Overlord Stufe 1 schaffen und Stufe 2. Dann wird es hier im Unendlichkeitsmodus, auch wenn der Unendlichkeit heißt, bestimmt auch 2 mindestens geben. Also diese 5 Bosse und dann noch 5 Bosse. Und vielleicht gibt es sogar noch eine dritte Stufe. Da das mit dem Gold einsammeln ja nicht geklappt hat. Und mit Overlord probieren. Das klappt ja irgendwie noch nicht. Wir haben halt das hier. Ja, genau. Wenn der so eine Fähigkeit macht, ploppt das hier auf oder was? Ja, klar. Boah, ey, willst du mich doch verarschen? Was macht eigentlich gerade keine Fähigkeit da? Ja.
ist doch nicht wahr. Die lebt ja immer noch. Endlich. Hat schon wieder ganz schön lange gedauert. Müssen wir warten, bis die ganzen Gegner hier wieder herkommen, artig. Mal hier aus diesen kleinen roten Flächen rausgehen. So, mal Blocken erhöhen. Aber gut viele Feinde momentan. Dass man Level aufsteigt, ist ja gut, aber wenn das aufploppt, während man gegen den Boss kämpft, also es macht einen ja dann stärker, aber man muss dann echt noch wissen, welche Richtung ist man gelaufen, was hat man gerade zuletzt gesehen, wo zielt der Boss hin, all sowas. Aber unser Einsammelradius ist immer noch nicht größer geworden. Hier, so ein Eisklumpen-Typi. Haben wir ja länger nicht. Gott, ich sehe überhaupt nichts. Der lebt ja noch. Also jetzt macht alles hier rote Flächen oder was? Ja, stirb doch. Was ist denn los mit dem? Der will nicht sterben. Ach, er ist tot. Okay. So, zwei Bosse noch und dann sehen wir ja, ob es dann Stufe 2 gibt. Dann sind die wieder bestimmt noch stärker. Solange nicht wieder zwei Bosse gleichzeitig auftauchen. Ach ja, jetzt schon direkt der nächste Boss oder was? Nein, er ist schon wieder weg hier. Ich kann den nicht leiden. Der tötet uns in einer Tour. Mit seiner komischen Drehattacke da. Wirbelattacke oder was auch immer. Oh ja, wir machen ihm auch null Schaden, ey. Ha, wir können ewig weit springen. Da uns eh hinterher dackelt. Oh Gott, ist ja schnell. Warum ist denn schon hier? Oh nee, er hat schon wieder diese Attacke gestartet. Die geht aber auch ganz schön lange, muss ich sagen. Die Wirbelattacke, die er macht. Nein, Wirbelattacke, Wirbelattacke. Ist tot. Diesmal haben wir ihn fertig gemacht.
Gehen wir wieder in unsere Ecke. Und sammeln Erfahrungspunkte, bis gleich der letzte Boss kommt. Gucken, welcher Boss auftaucht, je nachdem, was Galmut, Gammut. Gott, ich sehe überhaupt nichts. Oh nein, Flammenwerfer. Oh nee. Aber wir müssen mal ein bisschen in die Richtung. Also in der Ecke mit dem Flammenwerfer-Typ ist auch nicht so super. Ich dachte gerade, irgendeiner hat mit dem Blitz auf uns geschossen. Dabei waren wir das. Ha. Da ist er. Oh nein, nein, ich häng fest. Jetzt macht er auch noch hier so eine Brandspur. Ist da nicht sein Ernst? Das da. Ob wir den noch getötet kriegen. Fehlt ja, was ich eher wert verfehlt. Ist irgendwie doch ein bisschen voll jetzt hier, ne? Nein, ah, ich wollte nach links laufen. Links, links, links. Während man auf den Boss achtet, muss man ja auch noch allen anderen Flächen ausweichen. Die Spinnen und hast du nicht gesehen hier, die einen verlangsamen wollen. Was ist denn jetzt kaputt? Niederlage? Wie Niederlage? Ich habe ihn doch gerade getötet. Steht sogar oben rechts. Entkomme der Leere oder geh noch tiefer. Was zum Henker? Und hier steht, wähle ein Portal. Ey, echt jetzt? Geil. Super. Jetzt wissen wir nicht, was danach kommt. Also das ist doch Verarsche. Also theoretisch könnte man jetzt... schauen wir noch weitergehen. Das werden wir aber diesmal nicht erfahren. Ja, ein bisschen ärgerlich jetzt. Da müssen wir mal direkt mal einen Screenshot von machen. Da. Haben gewonnen und sind tot. Super. Weil wir sind ja nicht vorher gestorben, sonst hätte hier oben noch runtergezählt, dass der Boss noch lebt. Bisschen ärgerlich. 213 Gold, das reicht ja überhaupt nicht. Gucken. Das reicht nicht, glaube ich, oder? Nee. Fehlen immer noch 210. Das müssen wir wohl ein anderes Mal machen. Haben wir hier irgendwas Neues freigeschaltet vielleicht? Oh ja, hier. Arkan. Fügt bis zu 6 zufällige aktive Fähigkeiten des Typs Arkan auf deine Spielfigur. Sonst keinen Zugriff hätte. Hm. Gut, er ist jetzt Arkanweber, aber man könnte das ja trotzdem bei einem anderen dann benutzen. Oder bei ihm dann. Aber naja. Da brauchen wir ihn in Stufe 60, hier Stufe 30. Aber wir sind gerade 20. Haben auch eine neue Fähigkeit freigestellt. Arkankugel, Arkanschild. Und die andere ist noch gesperrt. Ah, hier können wir jetzt ja immer noch nicht, ne? Oh, doch, guck mal. Bei jedem Level-Up erhältst du bis zu 8 Gesundheitspunkte zurück. Erhöht dein Modifikator für die Wirkhäufigkeit von Zaubern. Wir nehmen lieber das, ne? Einen blauen und voll ausgerüstet. So.
Weil nach Rot kommt ja immer was anderes hier. Ja, wir könnten auch das machen, ne? Bei jedem Angriff, der dich töten würde, wird deine Gesundheit stattdessen zu 50% wiederhergestellt. Kosten pro Match 1. Also es funktioniert scheinbar nur einmal pro Match. Oh, es funktioniert zweimal pro Match. So, also hier brauchen wir 2 rote, 5 rote. Ja, das brauchen wir gar nicht. Also 7, 10 rote brauchen wir noch. Weil hier Power-Up zu verbannen. Ich weiß nicht, das braucht man eigentlich nicht. Ja, aber hier bietet dir die Chance, neue Fähigkeiten zu erhalten, wenn du ein Level aufsteigst. Wir kriegen doch sowieso neue Sachen, wenn wir ein Level aufsteigen. Oder ich... Da verstehe ich irgendwas nicht, keine Ahnung. Also hier haben wir fast alles fertig. Brauchen jetzt nur noch ein paar rote, aber das... Da reicht echt, anstatt dass man es durchspielt, einfach immer den ersten sich dann von den Monstern töten lassen. Einfach in so eine rote Fläche stellen und gut ist. Gut, wir wissen jetzt nicht, also wir wissen jetzt, Overlord schaffen wir immer noch nicht. Da brauchen wir bestimmt noch mehr Runen oder hier seinen anderen Zauberstab. Weil dann sind die Fähigkeiten viel höher, weil er noch 15% Erfahrungsmodifikator bekommt. Das werden wir dann noch schauen. Und wir wissen leider nicht, was nach unendlich Stufe 1 kommt. Ob es eine zweite gibt, wie die Bosse dann da sind. Ist jetzt echt dumm gelaufen, dass wir direkt instant, als wir es geschafft haben, tot umgefallen sind scheinbar. Oder was das sonst war. Bedanke ich mich fürs Zuschauen. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, ihr es auch so witzig fand, gerne abonnieren und liken. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein.